Meinsen Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Vampire Stone 2 Ancient Blood in der Vorbereitung und jetzt geht es los mit dem Kampf der Kämpfe. Wir treten an gegen Raron aka Gorgoroth und Jaina aka Gadara. Ich habe mich entschieden, dass wir jetzt zuerst Gadara platt machen. Warum machen wir zuerst Gadara platt? Gadara hat ziemlich beschissene Zauber. Kann ich dir so viel schon mal echt spoilern? Blutrank. Wir müssen immer darauf gucken, dass Oscar auch vollgemüllt ist mit Trinken. Rana ebenfalls. Der kann Phantom. Phantom ist dieses, diese kleine bunte Glitzerkugel, nenne ich es mal. Und somit habe ich halt den Malus, dass ich ihn nicht physisch angreifen kann. Ergo bleibt nur Zauber. Zweite negative Eigenschaft, die der junge Mann hat, ist, naja. Er kann, wie soll ich sagen, das ist auch schon ein Schnitzel, Spiegel anwenden. Damit wären physisch, magische Angriffe. Was möchte ich überhaupt erzählen? Magische Angriffe vom Tisch. Mega unangenehm. Einmal bitte Bluttrank für den Aska und dann werden wir immer den Valnar auch mit Blut versorgen. Komm schon, Vampirlord. Oh nein, Valnar ist stärker. Ja, das ist jetzt nicht gut. Egal, aber hier. Nur dann kloppen wir mal so drauf. Oh, Elaine ist natürlich auch gelähmt. Das ist nicht schlimm, denn ich werde jetzt einfach dann einmal zaubern. Lirum Larum Löffelstiel. Wer das nicht kann, der kann nicht. Viel Zauber. Ja. Okay. Alle negativen Eigenschaften sind vom Tisch. Wir können jetzt einmal dem, ich hoffe, wir sind doch alle dem Aska nochmal ein bisschen. Ups, das ist der falsche. Egal, draufkloppen. Ich habe doch eben gerade Blut gegeben. Hm, toll. Und dann kloppen wir auch mal so drauf. Strafe das dann, sicher ist sicher. Ja. Also solange wir... Oh, fuck, ich sehe gerade. Oh, fuck, fuck, fuck. Das bringt mir natürlich jetzt wieder alles so ein bisschen aus dem Konzept, aber... Boah, ich... Einmal Aska nochmal bitte einen Bluttrank geben und der Rest muss ich unbedingt heilen. Wer bin ich denn jetzt gerade? Ich bin Valnar, das ist ganz gut. Dann einmal bitte ein Heil-Elixier, das muss drin sein. Aska brauche ich ja so gesehen nicht direkt heilen, denn ich kriege da Leben entzogen. Also er kriegt Leben entzogen und... Ich weiß, was ich mache. Man kann sich statt trinken. Oh, Junior. Junior ist dann halt mein Kleiner hier, mein Lord. Nein! Lord! Lordi! Ich möchte noch einmal ganz... Ah, Strafe sagen kann ich gar nicht. Oh, ich bin schlecht vorbereitet. Ich verkacke bestimmt schon wieder. Die sind nicht ganz so einfach. Nein, zaubern. Nein. Halt. Toll. Doch, Fluch der Liebe bitte einmal. Und nochmal den Trank der Ewigkeit. Ich hab ganz gerne halt meine Leute voll. Am besten ist es, wenn das zeitlich abpasst. Also im Sinne von, tot. Wir müssen uns selber erstmal heilen. Geht nicht anders. Aska kriegt ein Blutelixier. Wer bin ich? Jawohl, ich bin Fluterliebe. Sehr schön. Ah, fuck, jetzt sind wir verkackt. Oh, knapp, 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 knapp. Heilelixier. Ja. Mal einen kleinen Status mag, ja, weil, ne? Wenn wir Elaine diese Runde überlebt, dann ist das schon mal gut und das sieht super aus. Gut. Gegenstand, Heil, Elixier, blöpp. Aha. Warte mal, Gegenstand. Wir machen das nämlich jetzt so, dass wir den Junior wiederholen. So, jetzt habe ich nämlich jetzt bitte nämlich erst wiederbelebt und dann kriegt er direkt den Trank. Wunderbar, damit ist er nämlich safe. Und Aska kriegt jetzt wieder ein bisschen Blut. Das heißt, Aska kann dann schön. Oh, das ist doch dein... Okay, Elaine. Knall dem Aska bitte nochmal ein Heil-Elixier drauf. Das ist mir jetzt wichtiger, als halt nochmal Blut draufpumpen. Guck mal, da kommen wir jetzt auch nochmal hier nochmal mit Blut. Wir versorgen ihn doch recht liebevoll, würde ich mal behaupten. Jetzt heilen die Schweinehunde sich selber. Gibt's doch gar nicht. So viel kann ich auf jeden Fall spoilern. Wenn die in den kritischen Bereich mehr oder weniger kommen, die Figuren, also von Jaina und Raron,
Dann verändert sich die Position. Ich finde, dass sie dann auch so als würden so eine Art Verteidigungshaltung annehmen. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob das auch Vararon ist. Ich habe es nur bei Jaina gesehen, weil ich einmal in einem Versuch Jaina angegriffen hatte und die auch platt gemacht hatte. Weil das fand ich nicht so schwer, aber ich möchte erst, wie gesagt, Rarum platt machen. Wir sind kein Zauber, ne? Ich bin echt so ein... Oh. Ja, weiß ich nicht. Ich bin echt nicht gut, was das Status-Magie angeht. Da gebe ich immer... Ja, ja, ja. Alles klar. Super. Also das sollten wir hoffentlich jetzt hinkriegen. Ich mache einmal Safety First, starke Heilung. Denn jetzt ist mein Vampirlord wichtig. Warum ist der wichtig? Nun, der kann Apokalypse. Und Apokalypse macht man eben so 800 bis 1000 Schaden. Ich hoffe, die Alte hat jetzt keinen... Nee, die hat keinen Spiegel. Alles klar, die Alte ist sowas von passé. Erstmal heilen. Also erstmal im Sinne von... Nein, 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 nein. Habe ich noch... Oh mein Gott, mein letztes Heilelixier. Oh, scheiße. Kann ich die Alte aussagen? Wir machen nämlich immer den Spiegel. Die Runde werde ich auch definitiv überleben. Dann machen wir den Spiegel und dann knall ich einfach erstmal auf die drauf und guck, wie ich das jetzt mache mit. Boah, Spiegel. Das Spiegel nicht so lange hält, was mir Spiegel wichtiger. Vielleicht. Jawohl, erstmal abgewehrt. Scheiße auf dein Lord. Oh Gott, scheiße, ja. Oh, wir haben es durch. Oh Gott, jetzt wird's spannend. Ja, scheiß auf den Vampirlord, Maya. Meine Fresse, Alter. Eure Überheblichkeit hat nun ein Ende. Oh mein Gott, geil. Na los, töte mich. Töte deine Tochter. Oh nein. Schlag zu, Volnar. Sonst hat das nie ein Ende. Asgard recht. Jaina.
Ihr könnt uns nicht vernichten. Sobald du zuschlägst, wird mein Schattengeist seinen Körper in Besitz nehmen. Und ich werde nicht so schwächlich sein wie Morlon. Ich glaube eher, du wirst auf ewig in diesem Bernstein dahin siechen. Ein Bernstein! Oh nein, nein, nicht schon wieder! Das ist dafür, was ihr Elras Elaine angetan habt. Fuck! Oh mein Gott, was geschafft? Das ist verbracht. Beinahe, wir haben es geschafft. Oh, wie ich dich liebe. Ich liebe dich allein. Na, vor allem. Dann muss es wohl so sein. Ich ertrage es nicht. Anscheinend ist es endgültig aus zwischen uns, Elaine. Du hast dich für diesen Versager entschieden. Ich konnte dich nicht für mich zurückgewinnen. Darum werdet ihr jetzt beide auf ewig zusammen sein. In der Hölle. Oh, scheiße, kein hundertprozentig gutes Ende. Aska, verdammt, was soll das? Du Verräter. Du wagst es, mich ein Verräter zu nennen? Du hast dich zwischen mich und Elaine gedrängt. Ich habe dir ein wunderbares Leben als Vampir geschenkt. Und so dankst du mir das. Du bist verachtenswert, Walner. Gut, du hast es nicht anders gewollt, Aska. Einmal sterben hat dir wohl nicht gereicht. Doch dieses Mal wirst du nicht wieder auferstehen können. Wir werden das Buch verbrennen. Ich fürchte, ihr werdet es nicht nötig haben als ich. Nötiger als haben schon. Oh nein, nicht schon wieder. Boah, Junge. Und jetzt ist mein Vampirlord tot. Nein. Wie nur Elaine? Wieso nur mit Elaine? Ach scheiße, Walner kann ja gar nicht. Wir sind auch nicht in der Äther-Ebene. Oh nein, das wird grausam. Scheiße. Na, tolle Wurst. Hm, ich kann ein Giftfeuer machen. Toll. Oh, wow. Boah, Alter, das ist doch zum Kotzen. Das ist doch nicht ein... Oh. One-on-one, Leute. Heute gibt es richtig, Special-Folge. Es ist auf jeden Fall eins der guten Enden, aber es ist nicht das gute Ende, weil ich meine, es gibt auch eins, wo alle drei quasi zusammen sind. Ich weiß, es gibt eins, wo die Weltumformung quasi komplett mal zurückgekehrt wird und halt Jaina ihr Leben wieder hat. Wirklich als Mensch. Toll, ich bin blind. Ich schmeiß mir jetzt erstmal einen Heiltrank zu, wo ich Bock drauf habe. Es gibt halt das Happy Ending zwischen Walner und Elaine. Das ist das, was wir kriegen, sofern ich halt gewinne. Ich schmeiß jetzt mal Feuerball drauf, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Ja, bei blind treffe ich den ja wahrscheinlich eh nicht, oder? Oh, doch, okay, gut, scheiß drauf. Dann wollen wir heute physisch angegriffen. Oh mein Gott, Kampf nach Kampf. Malix, das ist aber echt unfair. Vor allem so viel Heilstuff habe ich gar nicht. Aber immerhin wurde ich komplett geheilt. Also, verfehlt. Ich glaube, ich schmeiße da mal ein Giftfeuer drauf. Ja, holen wir mal ein Giftfeuer drauf. So, ich möchte einmal die starke Heilung machen, denn dann bin ich wieder ein bisschen geiler im Sinne von... Ja, Junge, ich bin schon blind, aber ich würde ganz gerne mir ein bisschen Leben abzwacken. Müsste er nicht noch mehr Schaden dann bekommen oder bleibt das jetzt bei dem Grundschaden, den er... Oh, 400, nein. Er kriegt mehr. Gut. Oh, gut. Also wir können... Oh, ich glaube, ich sollte mich heilen. Jo, ich sollte mich auf jeden Fall heilen. Okay, gut. Nein, Zauber. Starke Heilung. Aber ich knall mir, glaube ich, gleich mal nochmal eine starke Heilung rein. Safety first, weil ich möchte das jetzt nicht mehr verkacken. Oh, heute Überlänge, heute Premium, heute geht... Boom, Junge! Geschafft! Ich kann dich nicht mehr lieben, nach all dem, was du getan hast, ob mit Schattengeist oder ohne. Du bist nur noch Abschaum für mich. Ich habe dich immer geliebt. Mein Leben ohne dich ist wertlos. Und ich wette, das ist das... wahrscheinlich richtige Ending für den dritten Teil, der für uns der dritte ist, aber für den Rest der Welt der erste. Vergib mir. Nein. Du warst eine zu große Gefahr für die Menschheit. Und alles, was ich will, ist ein glückliches Leben mit dir, Walner. Oh mein Gott, ich hab's durch. Lass uns neu anfangen. Ein völlig neues Leben. Für immer glücklich sein.
Ja, was mit der Tafel? Mach die mal kaputt. Oh, ja, komm, Junge. Sie kommen. Ich würde trotzdem jetzt nicht so nah da stehen, auch wenn da der fucking Bandstein ist. Viel Spaß in der Hölle. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Und der Blutgeist von Asgard. Oh, was machen wir mit Oskars Blutgeist? Lass ihn. Als einziger Blutgeist in der Ebene der Blutgeist hat er viel Zeit, um seine Taten nachzudenken. Wenn er den Vordertaschenschmerzen denken kann. Ach, er ist es gewohnt. Aber ohne seine Energie können wir vielleicht den Zauber der Steintafel nicht nutzen. Ich weiß. Elaine, das bedeutet... Weißt du, Valnar, ich denke, die Steintafel ist zu gefährlich. Wir wissen nicht genau, was der Zauber bewirkt. Er könnte die Welt wieder so verändern, wie wir sie kannten. Oder sie zerstören. Doch ist diese Welt nun nicht mehr fremd für uns. Ganz im Gegenteil. Wir haben viele Orte gesehen, mit vielen Leuten geredet, viel erreicht. Wir kennen diese Welt genauso wie die alte. Du hast recht. Lass uns hier ein völlig neues Leben beginnen. Eine bessere Chance vor einem Neuanfang werden wir nicht bekommen. Lass uns die Tafel und das Buch vernichten. Wo ist das Buch? Hier. Wie bekommen wir die Steintafel kaputt? Denn absichtlich falsch benutzen würde zu einer Weltumformung bei uns kommen. Immerhin haben wir reichlich Seelenenergie. Dann gibt es wohl nur eine Lösung. Wir müssen diese Höhle zum Einschutz bringen und ihre Existenz vergessen, auf dass nie jemand zu dieser Steintafel gelangt. Wir sind so tief unter der Erde. Ich denke, das ist sicher genug. Begraben wir das Buch gleich mit. Gut, dann los. Begraben wir unser altes Leben in dieser Höhle. Wie ging der Explosionszauber doch noch gleich? Ach, Valnar, ich liebe dich. Was ist süß. Oh, ist das Janas Blutgeist? Naja, wir haben ein Ende bekommen. Das ist relativ positiv. Also zumindest für meine Aunt Elaine. Kannst du nicht meckern. Das war's also. Asgard ist wieder einmal tot. Sein Blut ist gefangen in der Ebene der Geister. Asgard hat es nicht verkraftet, dass er Elaine nicht an seine Seite ziehen konnte. Den hat sie wirklich geliebt. Doch Elaine konnte diese Liebe nicht erwidern. Traurig, aber da ist Asgard wohl selber schuld dran. Ja, so ist es. Valnar und Elaine haben sich entschieden, es nicht zu einer weiteren Weltumwandlung kommen zu lassen. Und das wird in einem anderen, den positiven Ende, meine ich, nämlich dann doch gemacht. Egal. Sie wollten das Risiko nicht eingehen, dass der Zauber stattdessen die Welt zerstören könnte. Wobei Elaine ja wirklich recht hat. Diese neue Welt kennen sie ja nur genauso gut wie ihre alte. Der perfekte Neuanfang. Wobei ich mir denke, Alter, du hast all deine Freunde und so gehabt und die sind tot. Wobei man jetzt auch sagen muss, das spielt ja eigentlich alles vor dem Vampirkrieg, also den Heiligen Kreuzzug, ne? Ist für die vielleicht besser. Und doch dieses Mal sollte der letzte und endgültige Neuanfang sein. Aber was ist denn mit Jaina passiert? Nun, sie war trotz ihrer Beseelung durch einen Schattengeist noch immer ein Vampir gewesen. Haben es die beiden vergessen? Vielleicht. Aber vielleicht hat sie Janas Schicksal nicht mehr froh. Alles klar. Wir wollen eine Tochter haben. Wir nehmen ein blutjunges Ding, weißt du, beenden ihr Leben abrupt, ja? Und dann interessiert uns das nachher nicht mehr. Wir hacken ihr den Kopf auf und denken, was passiert? In dem Moment, in dem Valnar Janas Kopf abgeschlagen hatte, haben sich Elaine und Valnar innerlich bereits damit abgefunden, dass ihr Experiment, und danke, eine Tochter zu haben, gescheitert ist. Aber sie haben sie doch geliebt. Natürlich, doch darfst du nicht vergessen, dass Jaina bereits auf Asgards Seite war, bevor sie zu einem Schattengeist beseelt wurde. Okay, und das wussten die beiden natürlich. Das enttäuschte sie zutiefst und so haben sie sich wohl mit dem Einsturz der Elras-Höhle einen endgültigen Schlussstrich gezogen. Nichts sollte ihnen mehr Kummer bereiten.
Hätten sie Jaina wiederbelebt, wäre das Verhältnis zwischen den dreien nie wieder so, wie es hätte sein sollen. Das stimmt auch wiederum. Okay, gut, ja. Aber das ist trotzdem ein bisschen echt übel. Das ergibt Sinn, Opa. Aber damit ist Asuka nur doch nicht mal ganz so allein in der Ebene der Blutgeister. Richtig. Und wer weiß, was Asuka und Jaina dort besprechen. Wie geht es denn nun weiter, Opa? Volna und Elaine waren nun Besitzer einiger Schlösser und Burgen, sowie Führer von Söldnern und Vampiren. Oh. Meinst du, es war richtig, dass wir das getan haben? Hätten wir die Schlösser nicht lieber behalten sollen? Ich denke, es war das Beste so. Der Clan sorgt dafür, dass die Vampire nicht die Oberhand gewinnen. Es ist ein Kräfteausgleich, den die Welt braucht, um nicht in Chaos zu versinken. Du hast wohl recht. Es ist nicht gut, wenn eine Macht die Alleinherrschaft ist. Denkst du manchmal noch an die alte Welt? Nein, denn ich weiß, wir haben das Richtige getan. Ich hab voll... Boah, was im Mund. Ah, nun können wir endlich in Frieden leben. Keine Waffen, keine bösen Mächte. Was glaubst du? Nur du und ich. Für immer. Das hast du schön gesagt. Küsschen. Na komm schon. Wir müssen uns um nichts mehr Sorgen machen. Von den Steuereinnahmen dieses Schlosses können wir uns alles kaufen, was wir brauchen. Und die anderen Schlösser sind in der Obhut von Nyria, der Anführerin des Clans. Und sie ist eine weise Führerin. Sie hat den Clan neu aufgebaut und sie wird dafür sorgen, dass kein Söldner, Vampir oder Werwolf dieser Welt die Welt zugrunde richtet, dass man meinen Fehler geht. Lass uns unser Leben genießen. Wir haben noch so viel vor uns. Das, was wir erlebt haben, war nur ein dunkler Teil unserer Vergangenheit. Von nun an wird alles besser. No. Na, wer weiß wie lange. Bis VD3 draußen ist. Frieden. Ist es das, was die Welt braucht? Ja und nein. Ist es das? Die Musik ist sehr schön. Was die Welt will. Wow. Ich glaube, Sex, Drugs und Rock'n'Roll dominiert doch schon ziemlich mit Frieden mit. Zur selben Zeit steht Nyria in ihrem Hauptquartier auf Burg Yula. Oh, die Arme, tut mir so leid. Die hat der Asmus auch wirklich geliebt. Der Verlust ihrer Familie kann sie nicht vergessen. Und so quält sie sich jeden Tag aufs Neue. Ja, und Asmus. Ich glaube, die Familie ist ja noch nicht mal so unbedingt das, sondern immer der Asmus und der Fischliner. Wie konnte es nur so weit kommen? Das frage ich mich jede Nacht. Wie konnte Jaina nur beseelt werden? Ich verfluche dieselbe Rasse in jeder Minute meines Lebens. Aber wenn die das herausgefunden hat... Aber ich danke Gott, dass er Valnar und Elaine geschickt hat, um sie zu vernichten. Auch wenn sie meine Schwester nicht retten konnten, doch haben sie meinen Vater gerecht. Obwohl das meine Pflicht gewesen ist. Ich habe versagt. Wenigstens war Valnar so nett und hat mir die zweite Hälfte des Amuletts gebracht. Dieses Amulett soll mich immer daran erinnern, was ich noch zu tun habe. Lady Nyria? Was gibt es? Sir Valnar und Lady Elaine schicken euch die besten Grüße. Sie beobachten den Aufbau des Clans mit Wohlwollen und hoffen, dass es euch gut geht. Das freut mich. Schickt ihnen beste Grüße zurück. Sie können mich gern jederzeit besuchen, wann immer sie möchten. Natürlich, ich werde gleich eine Brieftaube zurückschicken. Haben sie... Was? Entschuldigung. Haben die Suchtruppen Tyrik schon gefunden? Ich fürchte nein. Dieses Tyrik scheint wie vom Erdboden verschluckt. Das kann nicht sein. Sucht weiter! Wir geben unser Bestes, Lady Nyria. Doch ihr wisst selber, wie groß die Welt ist. Und an dem Ort, an dem ihr die Stadt in Erinnerung hattet, ist nur noch Wasser. Sie muss irgendwo sein. Wir werden die Suchaktivitäten verstärken. Irgendwelche Neuigkeiten zu Sir Aaron? Leider nein. Er ist noch immer verschollen. Unsere Truppen konnten ihn noch nicht finden. Dieser Feigling. Doch irgendwann wird er sich zeigen müssen. Ah, ich habe ihn nicht umgebracht. Weil ich nett bin. Währenddessen an einem nicht ganz so hygienischen Ort, das ist wahrscheinlich die Kanalisation, oder? Nein, nicht ihn töten sollen. Ernsthaft, der ist mit meinen Vampirleuten durchgebrannt? Diese verdammte Nyria. Sie wird es bösen, mir den Clan zu stehlen. Ich werde weise, mich zu eurem Führer zu machen. Auf meine Kräfte eurem unterlegen sind. Doch kann ich euch durch meine Erfahrung zum Sieg führen? Vertraut mir, schon bald werden wir diesen Clan und eure verräterischen Schöpfer vernichtet haben. Dann werden die Vampire wieder herrschen. So wie es vom Schneider bestimmt war. Nieder mit den Menschen. Lasst uns an... Ach! Der gute Landmadrake.
Lasst uns anstoßen für nur 200 Fehler pro Flasche auf euren Sieg. Ja gut, die müssen auch irgendwie ihre Geschäfte machen, ne? In der Ebene der Blutgeister traf Jaina dann auf Asuka. Das Verhältnis zwischen den beiden war seit den letzten Ereignissen doch mehr als abgekühlt. Und so verwundert es nicht, dass die beiden mit zunehmender Abneigung begegnen. Heute habe ich echt vollen Sprachfehler. Verdammt nochmal. Du bist schuld an meinem Unglück. Ich höre wohl nicht recht. Du hast mich zu dem gemacht, was ich bin. Hätte ich dir bloß nie etwas beigebracht. Hättest du dich nur nicht besehen lassen. Du hast mein Leben zerstört. Ich? Wer hat dich denn überhaupt zum... Ich soll es halt einfach mal lassen mit dem Vorlesen. Meine Fresse, wer hat dich zum Vampir gemacht, Mädel? Diese verdammte Elaine. Genau dieselbe verdammte Elaine, die meine Liebe zurückgewiesen hat. Und schuld daran ist Valnar. Ich konnte ihn noch nie ausstehen. Er war schwach und widerlich, menschenfreundlich. Oh, verdammte Valnar. Eines Tages werde ich zurückkommen und dann wirst du bluten. Und Elaine gleich hinterher. Ja, eines Tages wird die Rache mein sein. Unser, meinst du wohl? Eines Tages wird die Rache unser sein. Puh. Ob ich dich hier nun weghole nach all dem, was du mir getan hast, weiß ich noch nicht. Was? Du bist ein verdammter Mistkerl. Aber weißt du was? Vielleicht bin ich ja eher weg als du. Und dann lasse ich dich hier für immer schmoren. Du? Dass ich nicht lache. Du bist viel zu jung. Du hast keine Macht, die dich in der realen Welt zu materialisieren. Ach, hab ich das nicht? Na warte, dir zeig ich's. Na los, ich warte. Ich bin immerhin dieselbe Generation wie du, du Wurm. Und trotzdem bin ich als wesentlich mächtiger als du. Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin mal weg. Na, verschwinde endlich. Dein Gesilzer trägt wirklich niemand. Mein Gesilze? Wie bitte? Oh, du alter Saftsack. Wenn du nicht eh schon leiden würdest, würde ich dir zeigen, was es bedeutet, Schmerzen zu haben. Deine jugendliche Naivität ist wirklich zum Lachen. Wahrscheinlich ist dein Körper inzwischen von Maden zerfressen. Ach, deiner wohl nicht, oder was, Blödmann? Mein Körper strahlt vor böser Energie. Jeder Wurm würde sofort verbrennen, wenn er es wagen würde, mich anzuknabbern. Ich glaube eher, dein Körper stinkt so faulig, da trauen die sich nicht mehr ran. Ja, das mache ich jetzt nicht. Saftsack, nun staune, wie ich mich in der realen Welt umschaue, um einen Weg zu finden, hier wegzukommen. Hast du jetzt hingekriegt? Ich muss schleunigst einen Weg finden, hier wegzukommen. Dieses Girl trage ich keine einzige Minute länger. Die würden eigentlich sehr gut zusammenpassen. Verflucht, wo bin ich denn hingelandet? Oh, verdammt, du bist aus Pyramide. Ist die Falle eigentlich noch aktiv? Los, Mädels, hier muss etwas sein. Wir haben uns nicht umsonst bisher durchgeschlagen. Diese Pyramide war so gut versteckt, da kann niemand von uns hier gewesen sein. Wir müssen uns doch die Freiheit, die uns geschenkt wurde, nutzen, indem wir das tun, was wir am besten können. Stehlen, stehlen, stehlen. Vielleicht hat Ustra ja doch noch den einen oder anderen Zauber hier rumliegen. Mika das zum Beispiel. Und diese dummen Diebe hier könnten ganz nützlich werden. Ich muss nur einen geeigneten Plan einfallen lassen und dann wird die Rache mein sein. Von allen den Bekannten... Ich sollte halt echt lassen. Von all dem bekamen Valnar und Elaine nichts mit. Sie hatten endlich ihr Ziel erreicht. Frieden. Nie wieder kämpfen. Sie hofften, dass es auf ewig anhalten würde. Ach schade, ich habe Ronak eigentlich ganz gerne gehabt. Ach Elaine, ich hoffe von nun an nur noch friedliche Tage wie diese mit dir genießen zu dürfen. Das hoffe ich auch, Anna. Haben wir nun endlich das Glück, für immer glücklich zu sein können? Nie wieder Krieg, nie wieder Verrat, nie wieder Schmerz und hoffentlich nie wieder Verlesen. Es ist fast wie ein Traum. Ein wunderschöner Traum. Aber ich kann dir versichern, es ist alles real. Boah, meine Liebe zu dir. Boah, jetzt wird's aber sülzig, ne? Ich bin froh, dass ich dir immer vertraut habe. Du hast uns in eine wundervolle Zukunft geführt. Ich will nicht ohne dich leben. Ich liebe dich. Für immer und ewig. Okay, das grenzt jetzt so ein bisschen an Twilight. Ich weiß, die beiden haben sich lieb. Das ist okay, aber... Und im Schlaf. Morgen ist ein neuer Tag voller Glück und Zufriedenheit.
Wenn ich träumen könnte, so hätte ich heute Nacht wohl den schönsten Traum, den man sich vorstellen kann. Feuchte Träume. Ja. Ja, ich liebe euch auch. Ihr seid so süß. Oh mein Gott, Leute, wir haben es durch! Huh? Oh nee, ne? Morgen ist noch drinne. Morgen ist auch noch ein Tag. Scheiße. Ah, vielleicht auch noch nicht so. Toll. Dann ist der Schattengästenwanner also doch noch aktiv. Wie heißt es doch so schön? Wanner hat zwar die Schlacht gewonnen, doch den Krieg hat er verloren. Der Schattengeist in ihm war nur durch Valnar so stark geschwächt worden, dass er kurzzeitig nicht die Kontrolle über Valnar übernehmen konnte. Dass seine Kraft wuchs mit jeder Minute, bis er stark genug war, Valnar ist verschwunden. Ah, scheiße. Und was geschah danach? Kam es zum großen Krieg? Wer weiß. Den ersehnten Frieden fand aber weder Valnar noch Elaine, und auch Jaina war dabei, einen Weg zu finden, wie sie wieder noch Macht ausüben konnte. Und hat sie einen gefunden? Oh, das erzähle ich dir vielleicht ein anderes Mal, Simon. Opa, du bist gemein! Hey, ich bin ein alter Mann. Irgendwie muss ich mich ja auch wichtig machen. Süß. Aber Jaina war doch ein Vampir. Warum hat der Schattengeist in ihr nicht einfach den Körper gewechselt? Ach, nun, dann wäre ja aber Jaina wieder frei gewesen und sie hätte sich nicht unbedingt auf die Seite der Eras gestellt. Und der Schattengeist war auch der Grund, warum Jaina dann Elaine angegriffen hat. Völlig richtig. Unter der Kontrolle eines Schattengeistes sind Vampire keinerlei Restriktionen unterworfen. Die perfekten... Ach, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, ne? Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist die Sache mit den Blutgeistern. Warum war beispielsweise Winston Blutgeist in der Ebene der Blutgeister, obwohl er von Aska absorbiert wurde? Nein, Blutgeister können nicht so einfach absorbiert werden. Stirbt ein Vampir, so wird sein Blutgeist für eine kurze Zeit in der realen Welt sichtbar, bevor er dann in die Ebene der Blutgeister verschwindet. Doch in dieser Zeit, in der der Blutgeist sich in der realen Welt befindet, kann ein anderer Vampir die Energie des Blutgeistes absorbieren. Der Blutgeist verschwindet dann geschwächt in die Ebene der Blutgeister, ist aber trotzdem noch existent. Man kann einen Blutgeist nicht vollständig absorbieren, sondern nur seine Energie. Endgültig vernichtet wird ein Blutgeist nur die Maschine der Eras, wenn die Blutgeister gewaltsam aus der Ebene der Blutgeister gerissen werden. Oh Mann, ich habe so ein Comeback von Abraxas erhofft. Bei diesem Prozess wird dann auch der letzte Funken Energie aus den Blutgeistern gequetscht. So, dass sie sich dann endgültig auflösen. Und das war dann jetzt auf... Und was war denn jetzt überhaupt auf dieser verflixten Steintafel für ein Zauber? Ich sehe schon, ich muss dir das nächste Mal ein anderes Ende erzählen. Aber betrachte mal den Weg, den Valnar, Asgard und Elaine angeschlagen haben. So wirst du feststellen, dass sie ohne Zweifel sehr viel in der Welt bewegt haben. Zum Guten und zum Schlechten. Ja, anderes Ende, ne? Dank der Hilfe von Valnar, Asgard und Elaine... Ach, jetzt kriege ich alles, was ich hier gut und schlecht gemacht haben. Ja, toll. Die mag ich schon, wie der hier läuft, ne? Nachdem unsere Helden nun das Baby dazu bringen konnten, nicht mehr zu schreien, war sein Vater endlich nicht mehr gestresst und konnte sich wieder mehr um seine geliebte Frau kümmern. Das dazu führte, dass aus seinem Baby noch eins wurde. Und so ging die Geschichte wieder von vorne los. Was die Prinz getötet hätte? Tja. Ob das jetzt so gut war. Ja, die Quests, ne? Das ist aber eigentlich ganz cool, das zu sehen. Dann nehmen wir den Jungen aus Mirana so... Oh. Okay, interessant. Also Dinge, die ich ignoriert habe, die sind schon mal schlecht, oder was? Bäcker Gero, Mama Bockte, war dann ein Spezialbote, mit dem er so viel Geld verdiente, dass er schon neue Bäckereien an dem Konto. Kein Inspektor kam dahinter. Was Gero mal... Praktisch. Oh. Drogen? Die junge Reika aus Ildan erfuhr nie, warum Ibri von Ostmirana sie nie besuchen wollte. Da ihm niemand geholfen hat, herausgefunden, welche Blume Reika am liebsten hatte, konnte er sie nicht mehr von sich. Ah. Oh. Tja, hab ich halt Pech gehabt, meine Fresse. Das krieg ich jetzt alles vom Latz geknallt? Ich dürfte ein Hustier von dieser Idee im Kampf, das war ich leider.
Ist auch nicht schlecht, ne? Also, moderne Kunst bin ich doch eigentlich persönlich voll für. Über diese Hunde, ey. Der von Jesse und Lehmann wurde von... Oh. Die Trima ist immer noch nicht verkörpert, das... Oh. Hab ich dir abgeholfen, die Göre? Oh. Mensch, die verliert aber auch alles. Boah, egal, Alter, ich hab's durch. Ich bin so froh. Und ein paar Leute habe ich auch glücklich gemacht. Na, oh, schön. Alter, ich bin so froh. Ich muss mal gucken, ob wir nicht das eine oder andere kürzere RPG-Spiel jetzt am Wochenende mal vornehmen. Ich habe im Kopf Mink, die Tatze des Todes, oder aber tatsächlich wie hieß es immer? Destroy the Postboot. Das wäre halt etwas, oder... Unterwegs in Düsterburg ist auch ziemlich cool, aber es ist auch wieder ein sehr, sehr langatmiges JRPG-Spiel, wo ich mir erstmal denke, nein. Wir könnten auch, wenn mein Rechner das schafft, Welcome to the Game war das, glaube ich, ist das Spiel, ausprobieren. Das müsste ich dann definitiv mit Facecam machen. Oder, ich lese zum Teil, das ist halt schnell nicht gut lesen und... hier, das habe ich platt gemacht. Wow. Naja, es ist scheißegal, wenn ein Ort und Ikana mehr ist, ne? Sag an, was hast du noch im Kopf, Sif? Ich lese das einfach nicht. Du liest das jetzt einfach mal und ich überlege gerade. Spiele. Welcome to the Game. Wie hieß denn das, was ich immer so... Ist es auch so eine Clicker-Point? Nee, das ist ein Wimmelbild, was ich im Kopf habe. Campfire Legends 2. Da muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Denn das Blöde ist, dass... Wenn ich das Spiel zocke, die... Ich nenne es mal Cutscene überhaupt nicht... sichtbar ist. Die wird nicht mit aufgenommen. Alles andere vom Spiel. Ja, nur die Cutscene nicht, was ich ziemlich blöd finde, weil hier und da mal öfters eine Cutscene kommt. Das gleiche Problem ist auch bei Avenue Flow. Keine Ahnung. Da muss ich auch mal so gucken, was ich da machen kann. Auch generell mit dem Aufnehmen. Ich weiß nämlich, das ist immer so ein bisschen das Problem bei JRPG-Spielen, dass die nicht so laufen. Das hier funktioniert nur mit der FPS-Zahl und DX-Story, da ich halt so eine kleine, in Anführungsstrichen, HD-Version habe. Ja, das ist wirklich keine gute Idee. So viele Quests, da wurde ich gar nicht... Ja, ich glaube, ich war auch in den meisten Städten gar nicht drin. Oh nein, ernsthaft? Ebenezer Scrooge? Ach, das ist so süß. Tolle Anlehnung. Was hast du schon, Sif? Was wolltest du denn jetzt überhaupt sagen? Keine Ahnung. Also heute bin ich mir sprachlos, abgelenkt und krieg es nicht geschissen, Texte ordentlich zu lesen. Wir werden auf jeden Fall irgendetwas spielen. Was ist denn das für ein Typ? Tja, okay, gut. Interessant. Läuft. Ja, das ist doch schön mit der Bürgermeisterin. Kommen wir jetzt eigentlich mal zum Ende, weil das sind echt mega viele Quests, ne?
Ich wusste nicht mal, dass da irgendwie irgendwelche Überlebenden waren. Ja, siehst du mal, wie schlecht ich gespielt habe. Egal, YOLO. Doch all diese Taten, all diese Ereignisse konnte es unnötig nicht verhindern. Boah, Alter. Nein! Ist doch kein gutes Ende. Ach, scheiße. Werner? Gott, alles grüßen. Scheiße, ich hatte ein gutes Ende bekommen. Gut ist anscheinend doch nicht das Ende, an das angeknüpft wird. Wurscht, wir haben es hinter uns. Scheiße, ich dachte, wir kriegen das gute Ende. Ach, naja, vielleicht gibt es auch kein gutes Ende. Ja, auf jeden Fall, es war ein tolles Spiel und es war ein bisschen zu lang, wie immer bei mir, aber was willst du machen, ne? Ich hoffe tatsächlich, dass Vampire Stone 3 komplett durchgemüllert wird und das würdet auch noch bald zocken können. Und wenn ich dann nach dem Bachelor die Zeit und auch die Lust habe, lieber Malik, so viel kann ich dir sagen, ich wollte ganz gerne tatsächlich einen kompletten Manga zu Vampire Stone 1 machen, Rain of Blood. Dem stelle ich auch dem Malik dann zur Verfügung. Kann man sich am besten mit PDFen runterladen und alles Juti. Und vielleicht mache ich dann noch einen zweiten Teil, wenn ich das halt ein bisschen besser geschissen bekommen habe. Ich habe schon mal angefangen mit einer Zeichnung von Elaine. Wird, glaube ich, ganz gut. Vor allem mit dem Vacuum-Tablet komme ich immer besser klar. Und ist doch, glaube ich, auch eine schöne Ehrung für einen kleinen JRPG-Spielemacher, sowas zu präsentieren bekommen. Ich hoffe es. Ansonsten, wenn du Malix unterstützen willst, ich weiß nicht, ob das Crowdfunding-Projekt immer noch startet, das ist halt nicht so gut angelaufen. Du kannst dir ganz gerne bei Amazon die Bücher dazu holen, also zu Vampire Stone 1 und auch mittlerweile Vampire Stone 2 gibt es halt richtige Bücher zum Lesen, kein Manga, normale Bücher. Du kannst Malix in der Entwicklung des Spieles helfen. Einmal die, ich wollte schon Beta sagen, was gelogen wäre, den Prototypen testen. Du kannst ihm sehr, sehr gerne auch anbieten, von wegen, ey, hier, ich kann dir ein paar Char-Sets machen, ich kann dir gerne das eine oder andere zeichnen, Sprites und Co., wenn er es braucht, ne? Ich glaube, das ist halt für ihn auch irgendwo so eine Art Hobbyprojekt, damit verdient er kein Geld, ne? Würde ich ihm ehrlich gesagt aber gönnen, wenn ich mir überlege, manchmal auf Steam, was da so rumgeistert, wo die Leute 15 Euro für so ein richtig schlechtes JRPG-Spiel verlangen. Und hier kriegst du umsonst so einen richtigen Knüller. Muss man wirklich sagen. Steinalt, ja, aber es ist geil. Ein Spiel von Alexander Malex Koch. Der junge Mann hat Facebook. Also zumindest die Facebook-Seite von Vampire Stone, ne? Also dahin gehen, mal Hallo sagen. Ich freue mich, wenn mehr raus wird. Ansonsten Homepage oder auf die EU-Seite, um das Projekt so ein bisschen weiter fortzuführen. Und ich wollte jetzt ehrlich gesagt... Und so, mein lieber Simon, findet auch diese Geschichte ihr Ende. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich denke, dies ist ein würdiger Abschluss meiner kleinen Geschichte um Valnar, Asuka und Elaine. Das war wirklich extrem spannend, Opa. Danke, dass du mir die Geschichte erzählt hast. Die werde ich so schnell nicht vergessen können. Mein Schaf, gut, Simon. Vielleicht erzähle ich dir die Geschichte morgen noch einmal. Mit einem anderen Ende. Ja, da wird schon darauf hingeschossen. Hey, es gibt noch mehr. Ah, ich frag mich mal wirklich, woran das nachher anknüpft. Also ich glaube schon, dass es halt so eine Art Worst-Case-Szenario ist, wie es jetzt ist. Entweder leben alle drei. Oder es ist halt so wie von vornherein. Also Asuka und Elaine sind... Werner und Elaine sind am Leben. Morlun wurde doch besiegt, keine Ahnung. Asuka kommt wieder zurück in die Welt. Was mit Jenna ist, keine Ahnung, vergammelt. Wow, wir haben es durch. Das Spiel startet jetzt von neuem. Es bleiben aber alle Gegenstände und erlernten Zauber erhalten. Ja, geil. Vielleicht motiviert dich das ja, das Spiel noch einmal auf einem anderen Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Es gibt Schwierigkeitsgrade. Es gibt nämlich sechs grundlegend verschiedene Enden. Ach du Scheiße, die nämlich du. Oh Gott. Oh. Müsste ich ja eigentlich nochmal machen. Dem müsste ich eigentlich mal eine Mail schreiben. Okay, genug gelabert. Das wär's von Vampire Stone 2. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Projekt und wait.